Jo Leute, was geht ab? Mucka hier wieder am Start und ja, wir sind bei mir zu Hause. Miau, miau. Auf der Couch, wie man sieht, hier so richtig. Ich kenne diese geilen Kuscheldecken, die so mega weich sind. Habe ich mir immer so eine, so, keine Ahnung, 3x3 Meter geholt. Ja, mag ich. Und ja, ich habe zwei Pakete bekommen. Ich glaube, ich habe sogar im letzten Vlog schon erwähnt. Erste Paket habe ich ausgepackt, das war ein mega großes Paket gewesen. Und zwar. Tada! Das ist, ich stimme auf, das ist dieses schöne Laufband hier, auf dem ich sogar hüpfen kann. Ja, ist ganz cool. Für das Geld kann man nicht meckern. Ist nicht perfekt, aber ist ganz cool. Also damit, ich bin jetzt gelaufen, funktioniert perfekt. Laufen kann man damit. Ich werde jetzt jeden zweiten Tag damit laufen. Ich habe nämlich in letzter Zeit wieder zugenommen, ne? Und ja, ich habe es mir hier so vom Fernseher gestellt. War eigentlich der einzige Grund, wieso ich eins haben wollte. Vor dem Fernseher, ja, was hast du da? Da hast du, kannst du, ich gucke da mal Animes drauf, ich gucke da mal Bleach drauf oder so. Letztens habe ich SAO online geguckt und ist halt ganz cool. Währenddessen laufen, angenehm. Ich snacke hier gerade so, baller, baller. Sau der Apfel von Haribo. Schmeckt sehr geil. Ich habe hier noch ein zweites Paket zugeschickt bekommen. Für die Leute, die wissen, was für ein Hagel oder ich auch immer benutze, oder Haarspray oder was auch immer, kann ich das euch zeigen. Ich habe nämlich so Wuschelhaare. Das macht voll Spaß, da mal sich so durchzuwuscheln und die halten auch mal. Also das heißt, ihr könnt Kapuze anziehen oder so. Die gehen immer in die Ursprungsform zurück. Ich war beim Friseur. Und kennt ihr das, wenn ihr beim Friseur wart? Es gibt so eine goldene Regel. Nach ungefähr einer Woche sind die Haare perfekt. So, ich werde mal eben das auspacken. Damit ich habe schon ein bisschen angefangen auszupacken. Ich hoffe, hier, das war in so einem Karton, damit ihr das mal seht. Was für ein ja, Haargel oder was auch immer ich benutze. Ist nämlich gar kein Haargel, für die, die es wissen möchten. Und ihr müsst vorstellen. Verpackung Nummer 1, also richtig dickes Material. Dann kennt ihr dieses Puff, wie nennt man diese Puff-Dinger. Ich habe das schon bis hierhin so weit ausgepackt, also so weit habe ich das ausgepackt. Das heißt, man muss das jetzt hier durchquetschen. Oder ich schätze das noch mehr auf, aber das machen wir. Quetschen das einfach durch. Wie heißen diese Dinger, die man so ploppen kann, dieses. Ne, ihr wisst welche, ich meine, diese Plopp-Dinger. Dann Verpackung Nummer 3. Irgend so eine schwarze Folie. Und hier ist es schon. Das, was ich benutze, ist, benutze ich seit ungefähr 2-3 Jahren, habe ich es gefunden. Es nennt sich Fiebergum von Indula. Bestell ich mal bei Amazon. Ist ganz cool. Ist nämlich, ja, was ist der Vorteil zum Haargel? Haargel hält bei mir nicht wirklich so, da muss man Haarspray dazu benutzen. Haarspray mag ich eigentlich selten. Haarspray ist nämlich, keine Ahnung, geht halt schnell weg. Und das ist egal, ihr könnt eine Kapuze anziehen, habe ich leider nicht da und es wird trotzdem halten. Wenn man das aufmacht. Okay. Da sieht man schon. Ist nämlich, aber es riecht so gut. Riecht irgendwie wie so eine Handcreme. Und ich benutze halt wirklich minimal. Das ist auch noch der Vorteil. Ich benutze wirklich so ein, zwei Tropfen. So eine Dose hält bei mir fast für ein Jahr, kann man schon sagen. Wahrscheinlich sogar für ein Jahr. Locker. Ja, das haben wir ausgepackt. Okay, der einzige Nachteil ist, ich musste meinen Tisch wegschieben. Weil ich ja vor dem Fernseher joggen muss. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Wenn ich Besuch habe, tausche ich das einfach wieder. Dann ist es unauffällig. Das ist das Coole, dieses, ja, was soll ich sagen, dieses Laufband, ich sag mal dieses Laufband, ist zum Zusammenklappen. Das heißt, ich kann es zusammenklappen, senkrecht daneben stellen, irgendwo im Abstellraum oder so. Ganz cool. Was gibt's sonst zu sagen, Leute? Heute ohne Mina, bin zu Hause, wieso? Wir haben schon Mittwoch. Ich war nämlich eben mein Auto abgeben, wollte eigentlich nachher noch mit der Mila ein bisschen spazieren gehen. Geht jetzt so leider nicht. Mein Auto ist in der Werkstatt abgegeben. Mit dem Bus wollte ich nach Hause fahren, fahre erstmal in die falsche Richtung. Ich Idiot. Schön dann
Erstmal allgemein, der Bus fährt dann eine stündlich hin, also Stunde gewartet, ne, 50 Minuten, eingestiegen, fahr zwei Stationen weg, so, ey, bist du behindert, du fährst doch voll in die falsche Richtung. Check aus, guck hin, nochmal 50 Minuten warten. Ich so, fängt gut an der Tag, aber jetzt zu Hause angekommen, draußen mega kalt, Leute. Mega kalt. Ich muss mir eine Mütze kaufen. Ich habe überlegt, ob ich mir eigentlich vielleicht eine Mütze mache, so eine Muckermütze. Wäre das nicht was? Aber da brauche ich so ein cooles Motiv oder so. Mal gucken, vielleicht zauber ich ja was. Wenn nicht, dann kaufe ich mir so eine Dutzendmütze wieder. Kennt ihr diese Bärenfratze? Dann eine Neuigkeit zu Daisy Standalone. Es gibt Autos auf dem Experimental Server, um genau zu sein, ein Auto, aber es funktioniert noch ungefähr so, wisst ihr, so ungefähr funktioniert das. Wieso, kann ich euch sagen, wenn man einen Zombie umfährt, bekommt man einen Disconnect. So sieht's aus, du wirst vom Server gekickt, wenn du einen Zombie umfährst, bis in das Game crasht. Server gekickt wäre noch harmlos, aber das Game crasht einfach. Deswegen, es kann nicht mehr lange dauern, da gibt's bei der Standalone Autos. Ich weiß nicht, ob das so gut wird, ja. Wieso? Meine Vermutung ist, ihr kennt das, ich spiele auf der Standalone, sammelt was zusammen, tötet einen, wollt ihn gerade looten oder habt was Cooles, bam, Server Crash. Server geht einfach instant offline, so. Das ist immer wieder so, weil da gibt's ja nicht diese Vorwarnung wie bei Arma 2, so. Server geht 15 Minuten down, Server geht in 13 Minuten down und so weiter. Nein, einfach down. Und wenn ihr mit dem Auto, ihr müsst ja vorstellen, ihr müsst so ein Auto zusammenbauen, dann habt ihr das zusammengebaut. Okay, dann wollt ihr damit rumfahren, ne, fahrt rum, zack, Server Crash. Ihr loggt euch ein, Auto ist wieder irgendwo respawned an irgendeiner Stelle, ihr müsst das wieder zusammenbauen, ihr müsst das erstmal finden. Ihr, ja, sowas halt, ne? Und das, ich weiß nicht, ob das so gut wird, vor allem, die meisten Server gehen ja so nach 2 Stunden immer Reset. In 2 Stunden, ob man das so schnell zusammengebaut bekommt. Ja, und ja, muss man mal gucken, Leute. Muss man mal gucken, wie es wird. Aber ich, ja. Noch sehe ich die Standalone nicht wirklich als Nachfolger, aber kann sich schnell ändern, denn wenn die jetzt Gas geben, langsam wird das was. Ich werde jetzt den Vlog schneiden, schnell hochladen. Wir haben jetzt schon fast 12 Uhr, 1 Uhr. Dann werde ich DayZ schneiden, dann Freitag kommt ja DayZ-Folge, heute deswegen auch kein Stream. Morgen kommt wieder ein Stream, werden wir gucken, was wir zocken, vielleicht CSGO oder so, Ja, Leute, wir sehen uns. Haut rein. Ciao. Blah, 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 blah.